Alkohol, wissen Sie, ist ein Suchtmittel aus unserer Kulturgeschichte. Cannabis ist es nicht. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleib doch ruhig. Nein, das ist doch eine Schnauze! Du Oberzicker! Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Und es wird sich hier nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt außer, wie sie ist. Es wird sich hier kein bisschen ändern. Deutsche hat schon einmal gekifft. Obwohl Cannabis nahe verboten ist, kann es jeder kiffen. Sogar Juden. Mit Fern auf jeden Fall. Ja. Ein schwerer Markt. Das riecht. Die Polizei. Auf den Tisch. Schisch. Der Drogenkrieg ist in dem Sinne der Drogenkrieg. Colorado war der erste Staat, der Colorado komplett legalisiert hat. Muss auch Schlampfixen? Nina raucht Alkohol oder irgendwas anderes. Wie lange reicht sowas? Oh. Klar ist, kann Konsum sein. Die Illegalität nutzt vor allem dem Markt und der organisierten. Martin baut SaaS an, das PP dann verkauft. Wie viel kann man verdienen mit dem Anbau von Geld? Ich sag mal, man kriegt jeden Monat 4-5 Euro. Im Monat? Pro Monat. Abzüglich der Kosten bleiben bestimmt so 10 übrig. Wenn man spart, kann man über einen ganz langen Zeitraum echt anschaffen. Wenn du mehr Strom verbrauchst wie eine Kfz-Werkstatt, dann verbrauchst du mehr Strom wie eine Kfz-Werkstatt. Los, wenn du 6 hast, hast du 6. Es sieht aus wie illegaler Drogenanbau im gewerblichen Stil. Aber es ist Hobbygärtnerei. Die Kiffer entlasten, Polizei und Justiz aus der illegalen Ecke holen. Der Cannabis-Aktivist Emanuel Cannabis, einer der Herausgeber der deutschen Szene, er nimmt uns mit in einen Club, in dem er Mitglied ist. In Spanien ist der Handel verboten. Die Dealer, der Handel findet offen. Die Polizei versucht seit Monaten mit Inhalt zu kicken.